Die Europäische Zentralbank hat ein Notprogramm in einem Volumen von 750 Milliarden Euro bis Ende 2020 angekündigt. Wertpapiere in dieser Größenordnung sollen aufgekauft werden. Das heißt, entsprechend wird Geld in den Markt gegeben. Das soll die Kurse stabilisieren, dazu führen, dass es nicht einen Zusammenbruch der Finanzmarktaktivität gibt, was dann die ganzen ökonomischen Kosten auch in der Realwirtschaft massiv erhöhen würde. Bisher war in Europa noch keine sinnvolle Antwort zu hören gewesen. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die europäischen Finanzminister waren relativ zurückhaltend geblieben. Die Europäische Zentralbank hatte vor allem eine Ausweitung der Anleihekäufe aus ihren bisherigen Maßnahmen angekündigt. Das war aber nach Einschätzung der meisten Marktakteure nicht ausreichend. In den USA dagegen gab es schon jetzt Maßnahmen in der Größenordnung, wie wir sie von 2008, also aus der letzten großen Finanzkrisenwelle um die Lehman-Krise herum, kennen. Die Tatsache, dass Europa jetzt reagiert, ist gut, ist dringend notwendig. Wir können feststellen, dass die Risikoaufschläge bei den Anleihen in Südeuropa steigen, dass Unternehmensanleihen, die Märkte nicht mehr so liquide sind wie vor der Krise. Das deutet sich an, dass das zu einer richtig fetten Finanzkrise werden kann, wenn man jetzt nicht massiv dagegen geht. Problematisch ist allerdings, dass es jetzt wieder die Europäische Zentralbank ist, die den Karren aus dem Dreck ziehen soll und die zum zentralen Krisenmanager hier wird. Das war auch schon in der Eurokrise so. Die Finanzminister haben ihren Job nicht gemacht, sondern das alles der EZB überlassen. Und teilweise haben dann dieselben Finanzminister die Europäische Zentralbank dafür genau kritisiert. Ziemlich unfaires Spiel, falsche Verteilung der Rollen, weil die Europäische Zentralbank kann nur bestimmte Maßnahmen machen. Sie hat eben nur das geldpolitische Instrumentarium. Und damit kann man eben auch nur bestimmte Maßnahmen machen, die dann ihre bestimmten Vor- und Nachteile haben. Und wenn Europa nach wie vor einseitig auf die Europäische Zentralbank setzt, dann wird es eben auch weiter so sein, dass die negativen Wirkungen dieser Maßnahmen, also dass bestimmte Assetpreise stark gestiegen sind in den letzten Jahren, dass die Zinsen sehr niedrig waren, damit Geschäftsmodelle von Pensionsfonds, Lebensversicherungen, Sparkassen unter Druck geraten sind, dass die weiter zu spüren sein werden, noch verstärkt. Deswegen ist jetzt dringend notwendig, dass endlich die europäischen Finanzminister aus der Grütze kommen und ihrerseits auch eine angemessene Antwort auf die Wirtschafts- und Finanzkrise, die durch die Corona-Maßnahmen ausgelöst ist, finden und das nicht allein der Europäischen Zentralbank überlassen. Denn man muss eben auch sehen, wenn eine Zentralbank Wertpapiere aufkauft, dann ist es ja gut, dass sie den Markt stabilisiert, aber sie nimmt natürlich damit den Menschen, die diese Wertpapiere vorher hatten, das Risiko ab und sichert damit Menschen, die relativ viel Vermögen haben. Das ist in der Krise erstmal unvermeidbar und richtig, aber irgendwann muss es dann auch einen Lastenausgleich geben und das kann man eben nicht über die Zentralbank organisieren. Deswegen ist es so wichtig, dass von vornherein auch die fiskalische Seite, also die Finanzpolitik der Finanzminister, eine Rolle spielt in der Krise. Allein auf die Europäische Zentralbank zu setzen, wäre falsch.